Alien Jesus y María. Gelobt sein Jesu Maria. Bonjour à tous. Servus, pozdraviam. Ich grüße euch alle herzlichst. Vous avez un petit aperçu ici de l'équipe The Match Do It. Donc, une équipe franco-belge, puisque nous avons Pascal aussi qui est belge. Hier seht ihr einen Teil von unserer Gruppe. Die heißen Match Do It. Französisch-belgische Gruppe, weil Pascal aus Belgien ist. Letztes Jahr hat Pater Marinko mich gebeten, dass ich erzähle, wie es dazu gekommen ist, dass wir das Jugendfestival in Paris ins Leben gerufen haben. La seconde édition du festival Match Do It. Und dieses Jahr vom 1. bis zum 3. Juni haben wir Match Do It Festival. Tel que le Mladi Fest à Paris pour faire goûter la grâce de Medjugorje. Das heißt, die Idee war, ein kleines Festival zu machen, wie das Jugendfestival, um den Menschen die Möglichkeit zu geben, dass sie ein bisschen von dem Eindruck, von dem Geschmack von Medjugorje Festival bekommen. Ähnlich wie beim Jugendfestival. Animé par une partie de notre belle chorale internationale et notre chef de chœur, Damir. Ein Teil ist das Singen und Lobpreis, von dem wir einen Chor haben, wo ein guter Teil dieser Gruppe, die hier mitsingt, und Damir Bunosa, der von hier aus nach Paris kommt. De notre vie spirituelle, l'Eucharistie, à travers la messe et l'adoration du Saint-Sacrement. Das heißt, wir haben Katechesen, Zeugnisse, Herzensgebet, Anbetung und natürlich das Herz von allem ist die Eucharistie und die Anbetung. C'est que Medjugorje soit de plus en plus connu en France. Et tout particulièrement, les cinq cailloux, le message de Medjugorje, ce que la Sainte Vierge nous enseigne ici. Unser Ziel ist, dass die Botschaft von Medjugorje man besser kennenlernt in Frankreich, vor allem die fünf Steine, wie die Mutter Gottes uns das hier lehrt. Pour mieux rencontrer Jésus, parce qu'elle est le chemin le plus court vers Jésus. Unser Wunsch ist es, dass so viele Franzosen wie möglich Maria kennenlernen und der Weg, zu dem sie uns führt, denn der Weg, den sie uns führt, ist der kürzeste zu Jesus. Nous sommes persuadés que Medjugorje est un lieu de grâce et que nous vivons un temps de grâce parce que nous vivons à l'époque de Medjugorje où Marie apparaît tous les jours. In Medjugorje haben wir alle so viel bekommen. Es ist eine besondere Zeit der Gnade. Wir sind überzeugt, dass es eine besondere Zeit der Gnade ist, solange wie die Mutter Gottes hier erscheint. Frankreich ist die älteste Tochter der Kirche benannt. Elle a tendance à oublier ses racines chrétiennes et à s'éloigner de Dieu. Aber wie viele Länder in Europa hat Frankreich diese Neigung, ihre christlichen Wurzeln zu vergessen und sich zu entfernen von Gott? Wir sind überzeugt, dass die Mutter Gottes Frankreich retten möchte und Frankreich wieder diesen Ort, den Platz zurückgeben möchte, es die älteste Tochter der Kirche ist. Et comme à Medjugorje, Marie donne des grâces spéciales, elle nous enseigne, elle veut que nous nous mettions à son école. Die Mutter Gottes gibt uns in Medjugorje besondere Gnaden. Sie lehrt uns und möchte, dass wir in ihre Schule gehen. Die möchte, dass wir diesen Weg der Wahrheit finden, der uns zu ihrem Sohn führt. Il est nécessaire de faire connaître la grâce de Medjugorje.
Und deshalb muss man die Menschen mit der Gnade von Medjugorje bekannt machen. Très modestement en France, bien sûr, mais puissent déjà goûter à cette grâce. Wir möchten, dass die, die nicht in Medjugorje waren, auf eine kleine Art und Weise in Frankreich diese Gnade spüren. Déjà allés à Medjugorje, qui ont déjà eu cette grâce, soient encouragés, puissent continuer à mettre en pratique toutes les grâces qu'ils ont reçues ici. Und für jene, die schon in Medjugorje waren, wir möchten sie ermutigen, dass sie fortfahren und all die Gnaden, die sie hier bekommen haben, dass sie sie umsetzen. All ihr, die hier seid, das bedeutet, dass die Mutter Gottes euch gerufen hat und ihr habt eine große Gnade bekommen. Aber die größte Gnade ist, dass man Medjugorje leben kann in dem Land, wo wir herstammen. Non seulement connaître la grâce de Medjugorje, mais d'encourager à continuer à vivre cette grâce en France. Und deshalb unser kleines Jugendfestival versucht auf eine einfache Art und Weise die Menschen nicht nur mit dieser Gnade kennenzulernen oder bekannt zu machen, sondern ihnen zu helfen, dass sie diese Gnade in Frankreich leben können. Wir beten viel, weil dieses Jugendfestival man nicht halten konnte ohne die Kraft, die aus dem Gebet kommt. Dans les moindres détails puisse se faire selon les plans de la GOSPA. Wir bitten den Herrn, dass bis zu den kleinsten Details sich entwickeln nach den Plänen der Mutter Gottes. Et que nous soyons seulement des instruments, que nous puissions essayer d'être les mains tendues de Marie comme elle le demande. Da ostanemo ponizni ili postanemo ponizni i da budemo ti kanali. Und dass wir demütig sind und die Kanäle sind oder die ausgestreckten Hände, wie sie sich das hier wünscht. L'année dernière et cette année, nous avons eu la grâce aussi d'observer des fruits. Diesen beiden Festivals, letztes und vorletztes Jahr, konnten wir auch die Früchte bemerken. Conversion l'année dernière. Ganz einfache Früchte. Letztes Jahr auch eine Bekehrung. Cette année, des emails, notamment d'une jeune femme qui nous a dit qu'elle avait pleuré tout le week-end. Wir haben E-Mails bekommen. Dieses Jahr haben wir ein E-Mail bekommen, dass sie von einer Frau, die sie gesagt hat, sie hätte die ganze Woche, die ganze Zeit nur geweint. Dann hat mir gesagt, dass ein Ehepaar Moslems die an dem Nachmittag den Jugendlichen aus unserer Pfarrei aus dieser Gruppe begegnet sind. Sie sind aus Neugierde zu Medjugorje gekommen. Am letzten Tag, Sonntagnachmittag. Das hat ihn so fasziniert und sie wollten nicht mehr aus der Kirche rausgehen. Dann haben sie gesagt, sie möchten nach Medjugorje kommen. Mais même si c'est très beau, auch wenn das sehr schön ist, cette rencontre de Jésus par Marie qui se vit dans les cœurs et pour chacun de manière différente. Ich meine, dass die wichtigste Begegnung mit Jesus ist durch Maria und das geschieht im Herzen und bei jedem Menschen ist das anders. La Sainte Vierge est un modèle pour nous. GOSPA ist ein Primär. Die Mutter Gottes ist für uns ein Vorbild. Sie möchte uns lehren. Elle veut que nous ressemblions de plus en plus à Jésus. Und sie möchte, dass wir Jesus immer
ähnlicher werden. Beaucoup de personnes nous avaient dit l'année dernière avoir vécu un temps fort lors du festival. Letztes Jahr haben uns viele gesagt, dass sie etwas so Starkes während dieses Festivals bekommen haben. Wir haben ein Lien dans l'année pour encourager à vivre Medjugorje. Wir haben entschieden, dass wir im Laufe des Jahres mit ihnen in Verbindung bleiben, dass wir sie ermutigen, Medjugorje zu leben. Plus particulièrement de 15h à 22h. Also, dass alle drei Monate wir einen Nachmittag organisieren, von 15 Uhr bis um 22 Uhr in der Nacht. Dann leben wir dieses Programm von Medjugorje und die Gnaden von Medjugorje. Wir haben einen kleinen Chor geschaffen und wir singen die Lieder vom Jugendfestival. Alors, bien sûr, nous continuons à la grâce de Dieu, que tout se fasse selon les plans de Dieu, selon le projet de la Vierge Marie. Und so fahren wir fort und beten, dass alles nach dem Willen Gottes geschieht und nach den Plänen der Mutter Gottes. À la grâce de Dieu d'avoir le double de personnes par rapport à l'année dernière, le double de participants. Dieses Jahr hatten wir das Glück, dass es doppelt so viele Teilnehmer gab wie letztes Jahr. Nous espérons être encore beaucoup plus nombreux l'année prochaine. Nous avons même songé déjà à changer d'église. Wir hoffen, dass wir letztes Jahr noch größer sind und wir sind sogar darüber am Nachdenken, dass wir eine größere Kirche finden fürs nächste Jahr. Tous ces enfants, nous avons un petit groupe d'Italiens qui vient régulièrement à Medjugorje. Wir sehen, dass die Mutter Gottes alle ihre Kinder ruft. Zum Medjugorje kommt auch eine kleine Gruppe von Italienern und aus Belgien. Chacun est invité, quel que soit son pays, l'année prochaine à notre festival. Ich rufe euch alle auf, vor allem jene, die Französisch sprechen, aber ihr seid natürlich alle aufgerufen, zum nächstes Jahr zu kommen. Der am 14., 15., 16. Juni 2019 sein wird. Dans nos vies, remercions la Vierge Marie pour sa présence maternelle, pour venir chaque jour nous visiter sur la terre. Wir danken Gott für alles, was er tut für uns. Und der Mutter Gottes, all der Gnaden, die sie über uns ergießt, dass sie jeden Tag auf die Erde herabkommt, damit wir wachsen können im geistigen Leben und auf dem Weg der Heiligkeit. Wir erwarten euch in großer Anzahl das nächste Mal mit dem Chor vom Jugendfestival. Und ich hoffe, dass auch Pater Marinko kommen wird. Merci à tous. Louis soit Jésus et Marie. Vielen Dank. Gelobt sein Jesus und Maria.